Möge das eine und ewige Sein unsere Herzen in sich vereinen. Ich freue mich. Dieser Vortrag ist kein gewöhnlicher Vortrag. Er richtet sich nicht an euren Verstand. Nun gut, vielleicht ein wenig. Dennoch, man kann das Reich und Wirken Gottes nicht wie in einem Lexikon erklären. Es lässt sich wissenschaftlich nicht ergründen. Auch mit Philosophie geht es nicht. Viele Jahre habe ich alle diese Methoden versucht und habe mich daran innerlich fast aufgerieben. Im Zen würde man sagen, es war mein Koan. Schon wenn man nur anfängt, über Gott oder Erleuchtung sprechen zu wollen, begibt man sich in ein Labyrinth. Das Labyrinth der Sprache und, sobald aus Worten Argumente werden, das Labyrinth des Verstandesdenkens. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das genialste Koan, das mir je begegnet ist. Die meisten hören daraus die Ermahnung, aktiv etwas für dieses Reich Gottes zu tun, sich zu engagieren. Im Grunde verstehen sie den Satz also so, als müsste dieses Reich erst noch errichtet werden und als seien sie gewissermaßen Gottes Bodenpersonal für dieses große Projekt. In Wahrheit aber ist dieses Reich längst da. Das gesamte Universum ist Gottes Reich und erfüllt von seiner Präsenz. Selbst das Vakuum vibriert vor ursprünglicher Lebendigkeit. Wir brauchen dieser Präsenz, dieses Seins, dieses grandiosen Ich Bin, also einfach nur gewahr zu sein. Erlösung bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes, sich zu lösen, loszulassen. Loszulassen hinein in das überall jubelnde Ich Bin, ich lebe. Und Jesus gibt uns noch einen zusätzlichen Hinweis, das Reich Gottes ist in euch. Natürlich ist es auch außerhalb von uns, dieses Ich lebe, ringsum, überall. Aber am nächsten ist es uns doch in unserem Inneren. Wie alle wahren Meister ist Jesus ein Pragmatiker. Um sich wirklich ausgiebig und ungestört mit der Urquelle des Lebens zu beschäftigen, ist es leichter, sich nach innen zu wenden, statt ständig nach außen zu gehen. Manchmal spüren wir in unserem Körper ein Gefühl der Vitalität, der Lebendigkeit. Achtet einmal kurz darauf, macht ruhig die Augen zu. Ihr spürt doch, dass ihr lebt. Nicht nachdenken, nur spüren. In aller Ruhe weiteratmen. Wer spürt es? Gar nicht fragen, wo genau diese Lebendigkeit denn jetzt am ehesten wahrzunehmen ist. Richtet eure Aufmerksamkeit einfach auf euer Lebendigkeit, euer Lebendigsein an sich. Und? Merkt ihr es? Diese Lebendigkeit in euch bekommt es mit, wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf sie richtet. Stimmt's? Wenn wir ganz genau hinspüren, können wir merken, wie sie antwortet. Sie freut sich und glüht oder pulsiert ein wenig auf. Merkt ihr es? Diese Lebendigkeit ist nicht willentlich von uns erzeugt. Wir haben sie begrüßt, das ist richtig. Aber da war sie ja auch vorher schon. Nicht wahr? Wir denken gewöhnlich nicht groß drüber nach und das ist ja auch nicht nötig. Es ist ja ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Spürt ihr sie noch? Nicht wahr? Sie ist einfach da. Wir machen sie nicht, sie gehört uns nicht. Sie gehört einfach zur Lebendigkeit des Lebens an sich, zum Leben insgesamt. Sie ist wirklich Leben als solches. Es ist das Urleben, das wir da spüren.
Schau dich um. Diese Lebendigkeit beschränkt sich nicht auf dich allein. Sie ist nicht nur in dir, sie ist in jedem von uns. Eine Selbstverständlichkeit, natürlich. Aber ist es nicht herrlich? Diese ganze Biosphäre ist vitalisiert von dieser Urlebendigkeit. Sogar der leere Raum zwischen uns lebt. Die Stille ist lebendig. Spürt ihr es? Das ist Gott. Das bist du.